Gibt es diesen Rundfunkbeitrag eigentlich noch? Ich bin immer so viel unterwegs. Ja, es gibt ihn nicht nur, er soll sogar erhöht werden. Und wie man jetzt gerade sieht, scheint ja die ARD alles daran zu setzen, noch zum Jahresende ordentlich Geld rauszuhauen, damit sie im nächsten Jahr sagen können, seht ihr, wir haben kein Geld. Okay. Ja, aber mir fallen ja auch Sachen auf, wo die sparen. Also zum Beispiel die Schalten, die sie machen, diese Live-Schalten, die werden inzwischen über das Mobilfunknetz gemacht. Mhm. Hast du das mitbekommen? Du hast es mitbekommen, als diese Schalte gewesen ist, die dann total verpatzt wurde von der ARD? Ja, ja. Ja, genau. Die haben jetzt eine Erklärung herausgegeben, wie das jetzt passiert ist, die Begründung dazu. Was der Stand der Forschung ist, warum Sie eben keine Angst haben müssen vor Mobilfunkstrahlung. Da soll es auch mehr Begleitforschung geben, die jetzt mehr gefördert werden soll. Und zudem, um eben neue Grundstücke. Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten Thema. Wir wollen jetzt heute noch für ein bisschen Aufklärung sorgen, weil uns viele gefragt haben, was ist da eigentlich technisch los gewesen. Und um das zu klären, habe ich einen Experten jetzt zu mir geholt. Das ist Werner Melzer. Der ist hier im Hauptstadtstudio unser Technik- und Produktionschef. Werner, wir sind draußen gewesen in Meseberg. Was ist da schiefgegangen? Wir waren mit hochmoderner Technik draußen. Dort sind 8 SIM-Karten enthalten. Dort komme ich dann in das öffentliche System, Datensystem hinein sozusagen und kann dort Bilder und Töne übertragen. Also auf gut Deutsch, es ist so, als würden wir mit 8 Handys zusammengeschaltet, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, Daten übertragen, genau. In dem Fall Video- und Filmdaten. Genau. Wie gesagt, wir sind im öffentlichen Datensystem, wir sind in einer Funkzelle. Jeder Bürger von uns kennt das, wenn wir unterwegs sind mit dem Handy, mal habe ich einen stärkeren Empfang, mal habe ich einen schwächeren Empfang. Und gestern war sozusagen der Fall, dass wir dort kurzzeitig für circa 2 Minuten einen Datenabfall hatten, aus welchem Grund auch immer, da können wir jetzt nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber dann ist dieses Gerät stehen geblieben und man hat sozusagen in der Tagesschau um 12 Uhr dein Standbild gesehen. Wie ist das denn, wenn wir diese Geräte jetzt nicht nehmen? Weil wir arbeiten ja nicht nur damit, sondern wir arbeiten schon auch noch mit großen Dingen. Und die Leute fragen uns auch, wie sieht's aus? Habt ihr noch Satellitenübertragung in bestimmten Situationen? Gibt's das auch noch? Nutzen wir auch nach wie vor für große Ereignisse, wenn wir wissen, dort vor Ort sind auch Funkabschaltungen. Wir haben ja auch Staatsbesuche, wo dann hier und da ja auch Netze abgeschaltet werden. Da würde mir diese Geräte ja nicht nützen. Das ist also die Erklärung, wie das mit der Technik bei uns funktioniert. Ich kann als Reporterin noch sagen, das Tolle an diesen kleinen Geräten ist, dass man sich quasi wirklich überall hinstellen kann und jetzt nicht großen Aufwand treiben muss für einen Übertragungswagen, der ganz viel Platz braucht, wo ganz viele Techniker kommen müssen und was irgendwie gegebenenfalls ewig dauert, sondern man geht einfach hin und legt los, wenn denn genug Netz da ist. Alles klar. Ich habe da mal was mitgebracht. Ich habe mir das exakt gleiche Modell mal besorgt. Ach stimmt, das ist ja genau die Tasche. Halt das mal ganz kurz. Ja. Nee, das war ein Scherz, das ist verrückt, das kostet 22.000 Euro. Oh, was? Und das ist nur das Ding kostet 22.000 Euro. Also die Einheit, die hier drin ist und der Empfangsserver, den musst du auch nochmal drauf bezahlen. Wenn du sowas mietest, dann kostet das einen 4-stelligen Betrag im Monat. Wahnsinn, das ist geil. Ein TV scheint sich ja zu lohnen, ne? Nee, das ist ja nicht die, die wir benutzen. Das ist eine, die jetzt hier temporär mit zur Verfügung steht. Wir haben dann eine eigene gebastelte Lösung, weil sonst wäre das tatsächlich zu teuer. Das ist auch eher für Rundfunk gemacht. Das heißt, es läuft über SDI halt im Studio auf. Du hast halt im Studio einen Empfangsserver, der dann so zusammenarbeitet, dass du es halt direkt einspeisen kannst und so weiter. Mhm. Den Rucksack allerdings, den fand ich cool, weil der so schön gepolstert ist. Da kannst du so schön Technik hier überall verteilen. Ja. Das ist ganz cool. Aber ich habe mit dem Gerät auch schon ein bisschen mehr rumexperimentiert. Viele Sachen, die ich halt gemacht habe, mit eigener Technik, zum Beispiel so ICE-Streams, ich bin stundenlang im ICE gefahren und hatte da einen Gesamtaussetzer von 21 Sekunden. Also ich würde sagen, ich habe mich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, weil ich ja auch das Thema draußen streamen halt schon seit sogar ein paar Jahren mache. Sogar Tanzverbot war beeindruckt. Das stimmt, ja. Ja genau, jetzt kommen sie halt alle und so, aber es gibt ja immer mobilere, immer kleinere Technik dafür. Bei Sendeanstalten muss es natürlich etwas robuster sein und dafür gibt es halt diese Einheit. Das ist jetzt auch exakt das gleiche Modell, das ist die LiveView LU600. Es gibt auch andere Hersteller. Es gibt zum Beispiel PointView aus den Niederlanden. Ja. Genau, da sieht man dann zum Beispiel auch, wie hier so die Bitratenverteilung ist. Und es ist halt genauso, wie der Kerl gerade auch gesagt hat. Das Ding hat selbst die Möglichkeit, 8 SIM-Karten einzulegen. Mhm. So. Und meine Erfahrung mit wochenlangen Tests auch dieses Gerätes sind gewesen, dass wenn halt mal was ist mit der Verbindung, obwohl du ja 8 Verbindungen aufrechterhältst, unabhängig voneinander, mit 3 verschiedenen Internetprovidern, dass dieses Stocken, was da so gekommen ist, das ist extrem unwahrscheinlich.
Ich finde es auch lustig, dass die ARD gesagt hat in ihrem Tweet, dass es wahrscheinlich ein Funkloch war. Du kannst es alles nachgucken, du kannst es prüfen. Also du kannst sehen, wie ist die Bandbreitenverteilung, wenn das bei denen im Studio aufläuft. Die sehen dann, wie ist das Signal, wie stark ist es, wie viel Mbit sind das. Das ist ein H265-Signal, also auch nochmal mit dem neueren Codec. Und es kommt dann halt schon so an, dass die auch wissen, okay, es geht jetzt gen 0 oder es ist jetzt irgendwie 500 Kbit und so. Und normalerweise hast du echt, wenn jetzt die Übertragung so kristallklar ist, wie da in der Schalte, hast du nicht auf einmal 0 auf allen SIM-Karten. Also da stockt es dann vielleicht, dann hast du Artefakte. Bei dem Gerät ein bisschen kürzer, weil es dann zum nächsten Keyframe wieder geht, aber du hast dann auch vor allen Dingen den Ton am Ende. Und deswegen fand ich es halt extrem unwahrscheinlich. Aber wenn du da halt nachfragst oder so, die wissen dann auch nicht mehr. Und ich finde es auch interessant, dass der Kerl dann in diesem kleinen Erzählbeitrag dann aber gesagt hat, einerseits 8 SIM-Karten, und dann meinte er aber, wir sind in einer Funkzelle. Mhm. Also entweder hat die ARD dann die Hausaufgaben nicht gemacht und dieses Gerätchen nicht mit den 8 SIM-Karten aufgefüllt, oder da lief halt irgendwas anderes schief. Kabel rausgezogen oder halt irgendwie komplett das Ding hat sich ersoffen oder so. Aber ich fand es halt sehr interessant, dass dann sofort das Mobilfunknetz dafür das, schuld ist. Das wollen sie nicht zugeben, meinst du? Geben denn so einen Grund als fadenscheinigen Grund vor, oder? Also sie können den Grund ermitteln. Alleine, dass sie sagen, vermutlich Funkloch, zeigt schon, dass sie anscheinend nicht bis zum Ende diagnostiziert haben, weil du kannst es auf dem Server, auf so einem Empfangsserver von diesen Live-View-Geräten, kannst es halt auch nachschauen. Hm. Ne? Bei denen, die im professionellen Einsatz sind. Mhm. Dieses Gerät, das habe ich auch schon öfters gesehen. Ich interessiere mich einfach für diese Übertragungen auch halt von so größeren Firmen. Die Bilder habe ich vor ein paar Wochen geschossen in Frankfurt. Da gab es dann ganz viele Schalten. Da wurde jede Stunde erzählt, ob sich da irgendwas Neues getan hat. Und viel mehr wusste man jede Stunde nicht. Aber die Schalten, die dann dort gemacht wurden, die waren sehr mobil. Da war dann auch das Gerät im Einsatz. Die liegen dann immer bei solchen Fernsehschalten auf dem Boden herum. Und ja, gut, also wenn man es drauf anlegt, dann kann man die Rufnummer wählen, die da drauf gedruckt ist oder so. Dann kann man da mal nachfragen, wie das Signal so ist oder so. Also das ist schon sehr populär und ersetzt halt einen kompletten Sendewagen. Ne? Also die müssen halt nicht dann mit diesem Ü-Wagen dann irgendwo vorfahren. Die müssen dann nicht irgendwie eine gewisse Distanz einhalten. Die können dann einfach auch irgendwo rein, wo es dann zum Beispiel keine Sichtlinie zum Himmel gibt, weil die eben nicht einen Satelliten haben, der dann jedes Mal ausgependelt wird, sondern... Man ist viel mobiler, klar. Ja, genau. Klar. Nur halt überall, wo du LTE hast. Und ja, wenn du halt kein LTE hast, dann merkst du das vorher. Wenn das Gerät mit seinen Sierra-Modems, die da eingebaut sind, ein Signal fasst, dann bleibt das aber auch in der Regel. Also dann es ist halt nicht so, dass es dann so wegkappt. Vor allen Dingen halt nicht so wie da in der Schalte. Deswegen bezweifle ich das halt und finde es halt einfach nur witzig, dass sie es vermutet haben. Ich glaube ja, dass denen einfach der Gag wichtig war, den sie unbedingt bringen wollten, dass in der Berichterstattung über Breitbandausbau und Internet und so weiter denn sozusagen in dem Moment sozusagen ein Funkloch da ist. Ja, und das hat mich so genervt auf Twitter, dass dann alle retweeten das und das wusste die ARD auch. Lustig. Aber es ist jetzt halt nicht Aufgabe von der ARD da irgendwie... Ne, so. Der Tagesschau-Account soll keine Witze machen. Das ist ja, keine Witze machen und auch nicht so irgendwelche Sachen bedienen, die jetzt vielleicht in dem Fall eben auch gar nicht Grund für so etwas waren. Also bis man sowas eben komplett feststellt, sollte man vielleicht dann auch einfach sich zurückhalten, finde ich halt. Hm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das Verhalten. Man hat halt hier wirklich auch am Gerät selbst eine wunderschöne Übersicht über diese Bandbreiten, die man halt hat. Und ich habe jetzt hier, weil ich jetzt nicht so reich bin wie die ARD, nicht ganz so viele SIM-Karten gerade drin, aber die drinnen sind, da zieht er auch ganz gut die Ressourcen von. Und von 8 Providern gleichzeitig das dann zusammenzulegen, das gibt dann schon einigermaßen zumindest dann auch in sehr stark ausgelasteten Funkzellen zumindest die Möglichkeit, den Ton zu übertragen. Zumindest wenn du vorher da schon in Full HD deine Schalte übertragen konntest. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.